Die Ausländermaut, ein bayerisches Thema für bayerische Wähler. Wenn wir schon auf allen Straßen bezahlen, dass auch andere bei uns bezahlen, wenn sie unsere Straßen benutzen, liebe Freunde. Doch das Prestigeobjekt der CSU ist gescheitert. Ja, auf deutscher Seite ist da viel Öl ins Feuer gegossen worden. Der Europäische Gerichtshof hat die Ausländermaut gekippt. Für die CSU ein Desaster. Die Betreiber verlangen 560 Millionen Euro Schadensersatz. Die Vorwürfe gegen Verkehrsminister Scheuer wiegen schwer. Er hat sich verzockt zulasten der Steuerzahler. Herr Scheuer hat auch keinen Fehler gemacht in Ihren Augen. Er hat das konsequent umgesetzt. Seit 11 Jahren besetzt die CSU gezielt das Verkehrsministerium. Weil das ist gleichbedeutend mit Überweisungen. Das Bundesverkehrsministerium war eine Trophäe der überproportionalen Vertretung bayerischer Interessen im Bund. Und jetzt die Mautpleite. Nur die Spitze des Eisberges? ZDF-Zoom will wissen, welche Ziele verfolgt die CSU. Passau, der Wahlkreis von Verkehrsminister Scheuer. Im Ratskeller trifft sich die CSU-Basis zu einer erweiterten Vorstandssitzung. Ihr Minister in Berlin steht unter Druck. Seine Mautpläne sind nicht aufgegangen. Wir wollen wissen, wie stehen Sie zu Ihrem Minister und was denken Sie heute über die Pkw-Maut? Also für mich macht das nicht weniger sinnvoll, das Anliegen. Nur natürlich sind wir jetzt auch nicht so glücklich darüber, wie es jetzt abgelaufen ist, würde ich sagen. Auch wenn für mich die Personalien keinerweise zur Diskussion steht. Würden Sie wirklich sagen, er hat gar keinen Fehler bei dem Thema gemacht? Da muss ich ganz offen sagen, das ist eine Sache, die Andreas Scheuer für sich selber beurteilen muss. Aber ich frage ja Sie, was Sie denken. Ja, ich weiß nicht, ob er Fehler begangen hat, weil der ganze Vorgang, auch der jetzt aufgearbeitet wird durch den Untersuchungsausschuss, der läuft ja noch. Also volle Rückendeckung vom Heimatverein? Absolut, ja. Ja. 100%. Ja. Unser Eindruck, auf Ihren Scheuer lassen Sie nichts kommen. Ganz wohl fühlen Sie sich bei den vielen Vorwürfen aber scheinbar auch nicht. Die Pkw-Maut, sie war der bayerische Wahlkampfschlager. Und deshalb bin ich ein entschiedener Verfechter, dass wir so schnell wie möglich von denjenigen, die aus dem Ausland unsere Autobahnen benutzen, auch eine Maut erheben. Was bezweckte Horst Seehofer damit? Wir treffen in Berlin die Professorin Sabine Kropp. Sie forscht an der Freien Universität Berlin zum Parteiensystem in Deutschland. Warum war der CSU das Thema Ausländermaut mit Betonung auf Ausländermaut so wichtig? Was hat sie damit versucht und ist ihr das denn letztendlich auch gelungen? Die CSU hat versucht, mit dem Thema Ausländermaut den rechten Rand im Parteienspektrum abzudichten und damit auch das Aufkommen der AfD einzugrenzen. Wir erinnern uns, die AfD war 2013 bei etwa knapp 5%. Und gleichzeitig hat man versucht, damit auch ein Infrastrukturthema zu besetzen, das bei der Bevölkerung überaus populär war. Denn gerade diese Ausländermaut befürworteten rund 2/3 der gesamten Bevölkerung. Für die CSU scheinbar ein lohnendes Thema. Denn viele fanden es ungerecht, dass sie etwa in Österreich Mautgebühren zahlen müssen, deutsche Autobahnen aber umsonst sind. Österreich hat von Anfang an gegen die deutschen Mautpläne protestiert. Christian Kern war Bundeskanzler in Österreich. Wir möchten wissen, wie hat er die CSU-Politiker damals erlebt? Es hat mehrere Gespräche dazu gegeben. Wir haben auch mehrfach unseren Standpunkt klar gemacht. Aber von dieser fundierten Kritik hat man sich dann nicht ankränkeln lassen und ist seinen Weg weitergegangen, weil am Ende des Tages ist es ja darum gegangen, Leadership zu demonstrieren, vor allem in Bayern zu zeigen, man kann das, wenn man nur fest genug mit der Faust am Tisch schaut. Und deshalb sind diese Gespräche meistens sehr unbefriedigend verlaufen. Herr Dobrindt hat ja sogar öffentlich mal von der ÖSI-Maut Maulerei gesprochen. Wie haben Sie das denn aufgefasst? Naja, famous last words, also würde ich einmal sagen. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen sachlicher, fundierter Politik, die auf dem Fundament des Rechtsstaats steht,
versus einer populistischen Ansage. Und da kann man uns beleidigen und beschimpfen, wie man wollte. Das war einfach nicht verhandelbar. Populistische Töne gegen Österreich und mit dem Kopf durch die Wand. Das ist also der Eindruck, den der damalige CSU-Verkehrsminister Dobrindt hinterlassen hat. Der juristische Kniff, um seine Maut mit EU-Recht zu vereinbaren, zwei getrennte Gesetze. Zum einen wird eine allgemeine Maut für alle beschlossen. In einem zweiten Gesetz sollen deutsche Autofahrer bei der Kfz-Steuer um den gleichen Betrag entlastet werden. Sollte sich etwa so leicht europäisches Recht umgehen lassen? Wie kam das in Brüssel an? Tatsächlich war lange Zeit der größte Gegner der CSU die EU-Kommission. Sie leitete direkt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Über ein Jahr verhandelt die zuständige Kommissarin mit dem damaligen CSU-Minister Dobrindt. Doch die CSU bleibt stur. Schließlich zieht die EU-Kommissarin vor den Europäischen Gerichtshof. Dann, nur wenige Wochen später, die überraschende Wende. Küsschen, Presseauftritt, man habe sich geeinigt. Somit ist heute klar, dass die Maut kommt. Es wird keine Mehrbelastungen für inländische Autofahrer geben. Am Ende ist die Maut dann doch gescheitert. Aber erst einmal glaubte die CSU, es schaffen zu können. Was war geschehen? Ismail Ertug sitzt seit 11 Jahren im Europäischen Parlament im Ausschuss für Verkehr. Das Parlament sei von dieser plötzlichen Kehrtwende überrascht worden, erzählt er uns. Seine Erklärung für den Sinneswandel? Kanzlerin Merkel höchstpersönlich habe beim Kommissionspräsidenten Juncker interveniert, um die Maut zu ermöglichen. Mir wurde von Seiten der DG Move, das ist die Abteilung für Verkehr in der Europäischen Kommission, inoffiziell bestätigt, dass es eine Unterredung zwischen Herrn Juncker und Frau Merkel gegeben haben soll, mit der Bitte von Seiten Frau Merkel, eben dieses eine Problem innerhalb der Union zu lösen. Das ist ja hier in Brüssel tatsächlich auch nicht nur kolportiert worden, sondern das ist auch mir persönlich bestätigt worden aus Seiten der Europäischen Kommission. Das Kanzleramt dementiert das. Von seiner Partei wird Dobrindt wie ein Held gefeiert. Noch während sich die Einigung mit der Kommission anbahnte, lobte der damalige CSU-Chef Seehofer seinen Minister in vollen Tönen. Dann können wir sagen, alles, aber auch wirklich alles, was wir 2013 der Bevölkerung versprochen haben, ist eingehalten worden und realisiert worden. Auch dafür danke. Dafür ändert Dobrindt ein paar Kleinigkeiten an der Maut. Der Preis für Kurzzeitvignetten fällt. Euro 6 Autos werden besonders entlastet, um so einen Umweltaspekt einzuführen. Für Ertug war klar, das wird nicht reichen. Er warnte die CSU immer wieder, das sei noch lange nicht das Ende der Geschichte. Ich habe sogar bei jeder Gelegenheit und ich glaube vor einem Jahr auch beim Abendessen dem Minister Scheuer direkt auch das gesagt und ihn gebeten, letztendlich das zu berücksichtigen. Ich habe ihm auch seinerzeit meine Bedenken vorgetragen. Aber da hatte ich den Eindruck, dass die Entscheidung im Kopf schon gefallen war und dass eben die CSU-Politik überwiegt gegenüber dem, was rational machbar ist. Und dieses Spielchen, ich nehme es dir aus dieser Tasche, gebe es dir über die andere Tasche am Jahresende über die Steuer wieder zurück, war so offensichtlich, dass es mich tatsächlich heute noch wundert, dass man Milliardenaufträge vergibt, ohne die Rechtssicherheit zu haben. Doch diesen vermeintlichen Durchbruch in Brüssel feierte die CSU als grandiosen Erfolg. Für viele war die Maut somit doch mit EU-Recht vereinbar. Ein in der Öffentlichkeit weit verbreiteter Irrtum. Der CSU mussten die rechtlichen Bedenken aber sehr wohl bewusst gewesen sein. Sie hatte es schwarz auf weiß bekommen, in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Die Kommission hat keinesfalls die Befugnis, gegen den Vertrag verstoßende Verhaltensweisen zu genehmigen. Insgesamt kam der Wissenschaftliche Dienst zum Ergebnis: Auch mit den vereinbarten Änderungen ist die Maut nicht mit EU-Recht vereinbar. Doch mit dieser überraschenden Wende wähnte sich die CSU auf der Siegerstraße. So selbstbewusst, dass es sich Andreas Scheuer, damals noch CSU-Generalsekretär, nicht nehmen ließ, den wissenschaftlichen Dienst dafür öffentlich zu rügen. Bei so viel fachlicher Ignoranz muss man die Frage nach dem Sinn des wissenschaftlichen Dienstes stellen. Und auch Seehofer war wohl so im Siegesrausch, dass er auf dem CSU-Parteitag öffentlich das zugab, was sonst vehement dementiert wird. Und an diesen Beispielen wird deutlich,
dass es schon einen Sinn macht, ob wir unserer Tradition gerecht werden, wenn es immer möglich ist, in Berlin, so wie früher in Bonn, den Bundesverkehrsminister als CSU zu stellen. Das macht einen Sinn, meine Damen und Herren, weil das ist gleichbedeutend mit Überweisungen. Danke. Gleichbedeutend mit Überweisungen? Was meint Seehofer damit? Etwa, dass Bayern das Bundesverkehrsministerium für eigene Zwecke nutzt, nach dem Motto Bayern first? Tatsächlich kann man mit diesem Ministerium viel Geld verteilen. Gesamtetat 29 Milliarden Euro. CSU-Verkehrsminister waren seit 2009 Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und jetzt Andreas Scheuer. Wir haben uns umfangreiche Zahlen besorgt. Wir wollen wissen, wie viel Geld für Straßen in jedem Bundesland am Ende wirklich ausgegeben wurde. Wie wurde der Kuchen verteilt? Und tatsächlich. Insbesondere in der Amtszeit von Alexander Dobrindt konnte sich Bayern immer größere Anteile sichern. 2017 gingen 23% aller Ausgaben nach Bayern. Auf unsere Frage nach den Gründen teilt uns das Ministerium schriftlich lediglich mit: Die Verteilung erfolgt nach klaren, festen Kriterien und Mechanismen. Nach unseren Recherchen stehen von 233 Brücken, die während eines dreijährigen Sonderprogramms gefördert wurden, 64 in Bayern. Das sind knapp 27%. Außerdem, jede sechste Ortsumgehung wurde in den vergangenen 10 Jahren in Bayern gebaut. Wo ist das Geld angekommen? Wir stoßen beispielsweise auf den sogenannten Alexander-Dobrindt-Tunnel. Ein Projekt, bei dem die CSU offensichtlich weder Kosten noch Mühen gescheut hat. Es liegt in Oberau, im Wahlkreis von Alexander Dobrindt. Seit Jahrzehnten wünschen sich die Anwohner eine Umgehungsstraße ihres Ortes. Das ist verständlich. In Spitzenzeiten fahren hier am Tag bis zu 45.000 Autos durch das Dorf. Unter Dobrindt war es dann endlich soweit. Der teure Tunnel wurde genehmigt. Jetzt wird gebaut, auch im tiefsten Winter. Wir treffen uns mit Josef Bobinger, Sprecher der Bürgerinitiative für die Ortsumfahrung. Er kann sich noch gut an den Tag erinnern. Ich habe das zuerst eigentlich gar nicht glauben können, dass wir wirklich die Genehmigung gehabt haben, dass wir die Ortsumfahrung bauen können. War aber dementsprechend dann auch so, wurde uns dann auch bestätigt. Also wie gesagt, das war natürlich ein absoluter Jubeltag für Oberau. Wie dankbar sind Sie Herrn Dobrindt? Ich möchte sagen, was der für Oberau gemacht hat, war wirklich sehr weitreichend, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat also unsere ganze Situation verstanden gehabt und wir brauchen gar nicht drum herum reden, das war der richtige Mann zur richtigen und zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Die Erleichterung der Anwohner ist verständlich. Trotzdem, Alexander Dobrindt nutzte offenbar seine Stellung aus. Denn den teuren Tunnel genehmigte er mitten in der Sommerpause, ohne Beteiligung des Haushaltsausschusses. Alexander Dobrindt lehnte ein Interview ab. Und auch unsere schriftlichen Fragen hat er nicht beantwortet. Schirnding in Oberfranken, der Wahlkreis von Hans-Peter Friedrich. Auch ein ehemaliger CSU-Minister. Verschlafene Ortschaften, Naturschutzgebiete und eine Straße, auf der nur wenige Autos fahren. Die Bundesstraße 303 wird auf 4 Spuren erweitert. Das Bundesverkehrsministerium prognostiziert für 2030 ein Verkehrsaufkommen von 7.000 Autos pro Tag. Aber schon jetzt kann die 2-spurige Straße bis zu 20.000 Autos bewältigen. Warum also der Ausbau auf 4 Spuren? Wie viel Verkehr haben Sie denn hier? Also wenn ich so schaue, ich glaube nicht viel. Das ist überschaubar. Also nee, mit Sicherheit nicht viel, dass sich rentierte Autobahns bauen. Also würden Sie sagen, das ganze Projekt war sinnlos? Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich würde sagen, das war sinnlos, kopflos und übereilt. Das Ministerium argumentiert, die Straße habe eine hohe politische Bedeutung. Man habe Tschechien den Ausbau versprochen. Der Bundesrechnungshof sieht jedoch keinen Bedarf und kritisiert diese Ausbaumaßnahme. Warum werden solche Projekte von der CSU durchgesetzt? Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven Kindler ist seit 11 Jahren im Haushaltsausschuss.
Das, was Sie in den letzten 10 Jahren erlebt haben, ist wirklich völlig aus dem Rahmen. Und da werden eben einfach ohne Sinn und Verstand Gelder rausgeballert für lokale Projekte, die häufig keinen Sinn haben, um eben die CSU-Abgeordneten vor Ort zu befriedigen. Kindler ärgert sich besonders über Baukostensteigerungen. Der Tunnel in Oberau etwa kostet schon jetzt 44% mehr als geplant. Oberau wurden einfach die Kosten brutal geschönt und niedrig gerechnet. Und jetzt sehen wir ja das Ende. Schon nach wenigen Jahren haben wir fette Kostensteigerungen. Und das ist Methode. So werden Projekte eben durchgedrückt. Das Argument ist ja immer, Bayern hat die Verwaltung, die funktioniert. Und deswegen haben sie die Projekte und deswegen können sie die vorlegen. Und deswegen wird in Bayern einfach mehr gebaut. Aber nicht jedes Verkehrsprojekt ist sinnvoll. Es gibt viele Straßenbauprojekte, die wirklich unwirtschaftlich sind, wo am Ende die Kosten explodieren. Auf die Alternativen, auf die Verkehrswende wird kaum gesetzt bei der CSU. Besonders deutlich wird das an einem Gesetz des damaligen CSU-Verkehrsministers Peter Ramsauer. Der sogenannte Finanzierungskreislauf Straße bedeutet, die gesamten Mauteinnahmen der Lkw sollen ausschließlich in Bundesfernstraßen investiert werden. Damit hat die CSU Milliarden für den Ausbau der Straße gesichert. Bei der sogenannten Ausländermaut sollte es genauso laufen. Eine Politik zum Wohle des Autos, wie Katrin Siekan, Referatsleiterin Verkehr beim Umweltbundesamt, kritisiert. Dieses Bundesfernstraßenmautgesetz müsste man dahingehend ändern, dass die Mittel aus der Straße auch in die Schiene gesteckt werden können. Und das heißt, man muss diesen Kreislauf Straße finanziert Straße aufbrechen und dafür einen offenen Kreislaufverkehr finanziert Verkehr machen, um auch mit Straßenmaut erhobenen Mitteln dann die Schiene sanieren und verbessern zu können, weil sie einfach umweltfreundlich ist und wir natürlich möchten, dass viele Güter auch auf die Schiene verlagert werden. Doch Andreas Scheuer möchte an dem Gesetz festhalten. Teure Umgehungsstraßen in der bayerischen Heimat. Eine Bevorzugung der Straße zu Lasten der Bahn, der Wunsch nach einer Ausländermaut. Uns drängt sich der Eindruck auf, das sind Kernpunkte der CSU-Verkehrspolitik. Zurück nach Wien. Österreich macht vieles anders. Insbesondere beim Ausbau der Bahn. Vor seiner Zeit als Bundeskanzler war Christian Kern viele Jahre Vorstandsvorsitzender der österreichischen Bahn. Er kritisiert, Deutschland investiere viel zu wenig in die Schiene. Also ich denke, die Budgets für den Infrastrukturausbau müssen erhöht werden. Da gibt es jetzt einen ersten Schritt, aber jeder, der sich das ansieht, weiß, das wird nicht reichen. Da können Sie den Vergleich mit Österreich nehmen, den Vergleich mit der Schweiz. Selbst die russische Bahn investiert signifikant mehr in das Netz, als es Deutschland tut. Während Deutschland mehr als die Hälfte in die Straße steckt, investiert Österreich 2/3 der Gelder in die Schiene. Auch im gesamteuropäischen Vergleich ist Deutschland eher Schlusslicht. Die Folgen kennt man auch in Österreich. Wenn Sie heute, verstehen Sie es bitte nicht als Arroganz, von Österreich nach Deutschland über die Grenze fahren, dann wissen Sie, dass das Bahnnetz deutlich schlechter ausgebaut ist und Sie spüren es. Und wenn Sie versuchen, dabei auch noch zu telefonieren, dann sehen Sie den Unterschied in der Qualität der Telekom-Infrastruktur. Besonders ärgerlich aus Sicht Österreichs der fehlende deutsche Anschluss an den Brenner Basistunnel. Der unnötige Ausbau der Bundesstraße nach Tschechien wird durchgesetzt. Aber bei der Bahnstrecke nach Österreich passiert nichts. Dabei hatte der CSU-Verkehrsminister Ramsauer schon 2012 den Ausbau vertraglich zugesichert. Der Brenner Basistunnel ist ein gigantisches europäisches Projekt, der längste Bahntunnel der Welt. Die Österreicher sind fast fertig. Doch ohne die deutsche Anbindung bringt das wenig. Wir treffen den Verkehrsexperten Professor Böttger in Berlin. Er kennt die Eisenbahnplanung wie kein anderer in Deutschland und erklärt uns, in welchem Ausmaß die CSU-Verkehrsminister den Ausbau der Schienenwege unterlassen haben. Eigentlich hat Deutschland sich verpflichtet, die deutsche Seite der Brenneranbindung sicherzustellen, also von der deutschen Grenze nach München, wenn der Brenner fertig ist, das ist momentan nicht in Sicht. Auf deutscher Seite ist noch nicht mal angefangen. Mhm. Und da gibt es ja noch nicht mal eine Trasse. Da gibt es noch nicht mal eine Trasse, auf die man sich geeinigt hat. Und das Schlimme ist eben, es ist ja keine einmalige Ausnahme. Auch die Schweiz wartet schon lange auf die Anbindung an den fertigen Gotthardtunnel. Nach derzeitiger Planung soll die Strecke erst 2041 fertig sein.
Und auch die Niederländer warten auf einen versprochenen Anschluss, die Verbindung zu den Überseehäfen. Wie finden Sie es denn? Na, ich finde es natürlich ziemlich peinlich. Und also auch wenn man sagt, wir wollen ein europäisches Eisenbahnnetz ausbauen, dann ist also die Gleichgültigkeit, mit der man also da Achselzucken sagt, ja, wir haben es halt nicht geschafft, finde ich also sehr deprimierend. Schon die SPD-Minister haben die Schiene ziemlich vernachlässigt. Die CSU hat das in den vergangenen 10 Jahren fortgeführt. So haben sich die Probleme vervielfacht. Mit dieser Verkehrspolitik ist die CSU alten Traditionen und ihrer Stammwählerschaft verpflichtet, so Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp. Warum haben die CSU-Verkehrsminister das Thema Pkw-Maut und auch das Thema Straße eigentlich so in den Vordergrund gestellt? Das Thema Straße spielt in Bayern eine Rolle, weil Teile des ländlichen Raumes mit öffentlichem Nahverkehr nur unzureichend angeschlossen sind. Darüber beginnt man jetzt neu nachzudenken. Gleichzeitig ist die Automobilindustrie in Bayern sehr stark vertreten, mit BMW und Audi beispielsweise. Also auch insofern hat man hier eine starke Position der Autofahrer. Lobby. Und es war immer auf der Agenda der CSU, dass man Pkw und Straßenausbau entsprechend gefördert hat. Genau darauf zielte auch die Pkw-Maut. Denn auch diese Mauteinnahmen sollten ausschließlich in den Straßenbau fließen. Doch der Plan der CSU, dass nur Ausländer die Maut zahlen sollten, ging nicht auf. Jetzt kämpft CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer um sein politisches Überleben. Die Firmen fordern 560 Millionen Euro Schadensersatz für entgangene Einnahmen. Ein Untersuchungsausschuss soll nun klären, welche Verantwortung Minister Scheuer dafür trägt. Erster Vorwurf: Vergaberecht verletzt. Nach der Ausschreibung der Maut blieb am Ende nur ein Bieter übrig: ein Konsortium der Firma Kapsch und der Firma Eventim. Doch ihr finales Angebot sprengt den Rahmen. 3 Milliarden Euro verlangen sie für die Pkw-Maut. Das Parlament hatte aber nur 2 Milliarden genehmigt. Wir treffen den FDP-Abgeordneten Oliver Luksic. Er ist Mitglied im Untersuchungsausschuss und kennt die Vorwürfe. Er hätte im Herbst 2018 zum Bundestag gehen müssen, um nach mehr Geld zu fragen. Das hat ihm wohl auch sein eigenes Ministerium geraten. Aber Andreas Scheuer entscheidet anders. Anstatt mehr Geld vom Parlament zu fordern, wird die Ausschreibung nachträglich offenbar geändert, ohne die anderen Bieter zu informieren. Das verstoße gegen das Vergaberecht, so der Bundesrechnungshof in einem noch nicht veröffentlichten Prüfbericht, der uns bereits vorliegt. Verhandlungen über das finale Angebot und Veränderungen der Mindestanforderungen sind grundsätzlich nicht zulässig. Zweiter Vorwurf: Haushaltsrecht gebrochen. Mit speziellen Tricks konnte das Ministerium erreichen, dass die Maut um 1 Milliarde günstiger wird, zum Beispiel mit Hilfe der Firma Tollcollect. Tollcollect gehört dem Staat und erhebt die Lkw-Maut. Der Firma gehören die Mautstellen in ganz Deutschland. Und die sollte der private Bieter für die Pkw-Maut verbilligt nutzen dürfen. In vertraulichen Verträgen wurde vereinbart, dass Tollcollect keine einem Drittvergleich vollständig entsprechende marktübliche Vergütung erhält. Laut Bundesrechnungshof sparte der private Betreiber so 360 Millionen Euro. Hätte der private Automautbetreiber diese Summe zahlen müssen, hätte sein Angebot über der vom Parlament genehmigten Summe gelegen. Das bedeutet, die tatsächlichen Kosten der Pkw-Maut lagen über den vom Parlament bewilligten 2 Milliarden Euro. Doch öffentlich erklärte Andreas Scheuer per Twitter nach Vertragsunterzeichnung das Gegenteil. Die Pkw-Maut kommt und wir bleiben im finanziellen und wirtschaftlichen Rahmen, der vom Parlament uns vorgegeben wurde. Wenn Sie das jetzt hören, wenn er sagt direkt danach, wir sind im Kostenrahmen geblieben. Das ist natürlich Trickserei. Also er hat natürlich das Parlament und die Öffentlichkeit hier ein Stück weit hinter die Fichte geführt, weil er einfach Kosten in die Zukunft geschoben hat. Auch der Rechnungshof sagt ganz klar, auch das Haushaltsrecht des Parlaments, das Königsrecht, wurde hier ein Stück weit gebrochen. Dritter Vorwurf: Unterschrift trotz Risiko. Unterschrieben hat der Minister die Verträge, ohne Rechtssicherheit zu haben. Die Gefahr, vor dem Europäischen Gerichtshof zu verlieren, hielt er für gering. Über seine Risikobewertung wollen wir mit dem grünen Abgeordneten Stefan Kühn sprechen. Auch er ist Mitglied im Untersuchungsausschuss. Kühn hat die Akten dazu genau studiert und wundert sich über die Aussagen von Minister Scheuer.
Sie dürfen bitte nicht das Bild aufziehen, dass jetzt da um 23.45 Uhr im Kerzenschein eines Arbeitszimmers ein Minister einen Mautvertrag unterschreibt. Das war ein langwieriger Prozess mit Risikomanagement. Also wenn Sie das jetzt hören, dass eben es ein umfangreiches Risikomanagement gegeben hat, was entnehmen Sie aus den Unterlagen, die Sie kennen? Also der Verkehrsminister hat ja öffentlichkeitswirksam schon mal 50 Ordner in den Verkehrsausschuss geschoben. Das heißt, in diese Unterlagen konnten wir bisher schon schauen. Und da finde ich keine plausiblen Unterlagen. Tatsächlich erklärte auch der Bundesrechnungshof, man habe vom Ministerium keine Unterlagen bekommen, die belegen würden, wie das Risiko eines Scheiterns der Pkw-Maut bewertet wurde. Wir bitten Verkehrsminister Scheuer um ein Interview. Doch der lehnt ab. Schriftlich weist das Ministerium alle Vorwürfe zurück und erklärt, der Bundesrechnungshof habe die zur Verfügung gestellten Dokumente nicht ausreichend oder unzutreffend gewürdigt. Wörtlich heißt es, die Vorwürfe des Bundesrechnungshofs sind unberechtigt. Der Obmann der CDU-CSU-Fraktion im Mautuntersuchungsausschuss, Ulrich Lange, weist ebenfalls die Vorwürfe des Bundesrechnungshofes zurück. Der Bericht des Bundesrechnungshofes hat ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt, sodass ich zunächst festhalten möchte, dass der Bericht an sich noch keine Kronzeugenstellung des Bundesrechnungshofes begründen kann. Auch hier wissen wir aus der Vergangenheit und wir wissen, dass an dieser Stelle das Verhältnis zwischen Bundesrechnungshof und Bundesverkehrsministerium nicht immer unbelastet war. Wir besuchen erneut den Untersuchungsausschuss und bemühen uns erneut um ein Gespräch mit der CSU, nachdem uns bereits Markus Söder, Alexander Dobrindt, Peter Ramsauer und Andreas Scheuer eine Absage erteilt hatten. Der einzige CSU-Politiker aus dem Untersuchungsausschuss, der vor die Kamera tritt, ist erneut Ulrich Lange. Nach wie vor verteidigt er die Maut und das Vorgehen von Minister Scheuer. Die konsequente Fortsetzung der Nutzerfinanzierung, zunächst über die Lkw-Maut und dann natürlich auch mit der Infrastrukturabgabe, ist und war ein langfristiges Projekt, um den Straßenzustand in Deutschland zu verbessern. Uns geht es um Sachlichkeit, uns geht es um Aufklärung und nicht um Vorverurteilung. Dankeschön. Herr Lange, was sagen Sie denn zu den Vorwürfen gegen Herrn Scheuer? Abgang ohne Antwort. Am Rande einer Veranstaltung in Berlin fragen wir den früheren CSU-Parteichef Horst Seehofer, was denkt er über das Mautdesaster? Herr Seehofer, Sieber vom ZDF, darf ich Ihnen heute trotz Bauen und Wohnen eine kurze Frage zur Pkw-Maut stellen? Nein. Einfach die Frage, ob es falsch war, dass die CSU diese Maut in dieser Form vorangetrieben hat und ob die CSU da Fehler gemacht hat. Da könnte ich Ihnen nur sagen, nein. Was? Nein. Bundestag verabschiedet, Bundesrat verabschiedet, Bundespräsident unterzeichnet, Kommission zugestimmt, der Generalanwalt zugestimmt. Und dann kommt ein Gericht und hebt es auf. Naja, aber wo es ist ja nicht Fehler? Irgendein Gericht. Es ist ja der EuGH gewesen. Aber das ist kein und viele haben gewarnt. Ach, alle haben gewarnt vorher. Ja, ich werde jede Stunde gewarnt. Dann okay, dürfte ich gar nichts mehr machen. Dann müsste ich mich so hinsetzen. Okay, aber Sie sehen keinen Fehler. Sie finden es nach wie vor richtig, diese Ausländermaut vorangetrieben zu haben. Jawohl. Politisch. Auch im Nachhinein war es nicht falsch? Nein. Okay, und Herr Scheuer hat auch keinen Fehler gemacht in Ihren Augen? Er hat das konsequent umgesetzt. Horst Seehofer bleibt bei seiner Linie, obwohl das Kalkül seiner Partei nicht aufgegangen ist, wie die Parteienforscherin Sabine Kropp beobachtet. Das Thema Ausländermaut hat ja nicht verhindert, dass die AfD dann stärker wurde. Nein, die CSU hat eigentlich auf zwei Feldern verloren. Zum einen hat die Vergangenheit gezeigt, dass es der CSU nie gelungen ist, durch die Wiederbelebung oder Neubelebung rechter Themen tatsächlich Stimmen zu gewinnen und das Aufkommen der AfD einzudämmen. Und auf der anderen Seite steht man jetzt vor einem Scherbenhaufen. Andreas Scheuer ist angezählt. Seine Umfragewerte sind im Keller. Wie lange er sich noch im Amt halten kann, ist offen. Die Folgen der CSU-Verkehrspolitik wird die Deutschen aber noch über viele Jahre begleiten. Die Vernachlässigung der Schiene beispielsweise lässt sich nicht mal ebenso aufholen. Freiwillig wird die CSU auf das Verkehrsministerium wohl kaum verzichten. Denn es ist die Trophäe der CSU in Berlin.
Garant für ihre Bayern-First-Politik oder in Seehofers Worten gleichbedeutend mit Überweisungen. Für die CSU könnte es jetzt aber eng werden. Ihre gescheiterten Mautpläne könnten der Partei noch viel Ärger einbringen.